In der heutigen Newsfolge geht es um Rio-Projekt genehmigt, Robert Kubica testet DTM-Boliden, wird aus Racing Point Aston Martin, Neuigkeiten für 2020 und 2021, Red Bull unter RB16, Vietnam fügt eine Kurve hinzu. In 9 Sekunden geht es los. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Heute die XXL-Fassung der News. Der Gesetzesentwurf zur Förderung von einem Umzug von Interlagos nach Rio de Janeiro wurde vom brasilianischen Sportministerium verabschiedet. Darin steht geschrieben, dass sie eine Steuerbefreiung von 64,9 Millionen Euro vorsehen. Die Projektgenehmigungskommission bestätigte die Initiative Formel 1 Rio de Janeiro 2021 bis 2030. Vor kurzem sagte der Grand Prix-Veranstalter Tamás Rojonje, dass das Projekt nicht durchführbar wäre. Das Ziel ist es, eine Organisation für mindestens 10 Jahre zwischen 2021 und 2030 hinzubekommen. Robert Kubica wird nächste Woche beim Young Driver Test in Jerez de la Frontera einen DTM-Boliden testen, und zwar einen BMW. Es könnte also sein, dass der Pole 2020 für die Münchner an den Start gehen wird. Es wäre nicht das erste Mal, dass der 34-Jährige einen DTM-Boliden steuert. Im Januar 2013 hatte er einen Test für Mercedes bestritten, nachdem er 2011 einen schrecklichen Rallye-Unfall hatte. Außerdem gibt es Gerüchte, dass Kubica den Posten als Test- und Ersatzfahrer bei Racing Point besetzen soll. Dieses Gerücht könnte in nächster Zeit Realität werden. Nachdem Lawrence Stroll Mitte letzten Jahres Force India übernahm und den Racing Point umbenannte, steht der Milliardär zusammen mit seinen Geschäftsleuten vor einer weiteren Aktion. Sie planen gemeinsam Aston Martin zu übernehmen, der sich aktuell in Schwierigkeiten befindet. An der Börse stürzte die Aktie von 1800 Pfund auf 500 Pfund ab. Die Idee ist, den britischen Sportwagenhersteller zu übernehmen und in der Farbe Racing Grün antreten zu lassen. Er könnte in etwa so aussehen. Racing Point war bisher nur ein Übergangsname. Am Mittwoch tagte zum letzten Mal in diesem Jahr der FIA Motorsport-Weltrat. Dort wurde festgelegt, dass ab der Saison 2020 eine extra MGOK zur Verfügung steht. Das bedeutet, pro Saison dürfen pro Fahrer und Bolide 3 Motoren, 3 MGOH, 3 MGOK, 3 Turbolader, 2 Batterien und 2 Steuerelektronikeinheiten verbaut werden. Die klassische Zielflagge kehrt wieder zurück, nachdem es beim Großen Preis von Japan einen Fehler im elektronischen System gab. Bei den kommenden Testfahrten im nächsten Frühjahr können Formel 1-Fans in die Garage der jeweiligen Teams gucken, denn die FIA hat die Vorstellwände verboten. Außerdem wurden Formulierungen von Benzinproben aufgesetzt, um mögliche Grauzonen zu stopfen. Sowohl im technischen als auch im sportlichen Reglement wurden kleinere Details angepasst. Auch die Fahrzeugwagenregelung wurde wegen Beschwerden geändert. Jetzt heißt es, dass die Piloten bei Nichtbeachten der Waage und anschließendem Arbeiten am Boliden Rückmeldung von den Stewards erhalten. Sie müssen dann über eine Strafe entscheiden oder nicht. Ab 2021 wird die Firma BBS die standardisierten Felgen zur Verfügung stellen und Bosch die Hochdruckbenzinpumpe und die Benzinleitungen. Magneti Marelli liefert die sogenannte Primer-Benzinpumpe. Der kommende Red Bull Bolide soll eine große Entwicklung bekommen. Der RB15 war zu Wind- und Temperaturempfindlich. Das Team meint, dass der Frontflügel sie wegen Unvorbereitetsein mehr verletzt hat, da die Vorgänger auf einer starken Frontflügelphilosophie aufgebaut waren. Die Lektion hätten sie jetzt gelernt. Die Strecke von Vietnam bekommt aufgrund der Sicherheitserhöhung eine weitere Kurve. Damit steigt die Kurvenanzahl auf 23 und aus den 5.565 Meter werden 5.607 Meter. Der CEO der Vietnam Grand Prix Corporation, Linh Gong Chi, erklärte, dass die Änderung wegen der FIA und der Formel 1 vorgenommen wurde, welche in den Kurven 22 und 23 sind. Bald soll das neue Layout herauskommen und dann sei die geringe Änderung auch zu erkennen. Aktuell sind die Arbeiten an der Strecke noch im vollen Gang und der Asphalt ist zurzeit der Schwerpunkt. Ende 2019 soll die Strecke fertig sein. Von Januar bis März 2020 soll sich dann auf das Overlay konzentriert werden, bevor am 5. April dort gefahren wird. Kommen wir zu Mikes Meinung. Das Layout von Rio de Janeiro sieht zwar nicht schlecht aus, wäre aber schade, von Interlagos wegzugehen. Kubica kann ich mir in der DTM gut vorstellen. Dort könnte er sicherlich auch um Siege mitfahren. Ich kann mir gut vorstellen, dass Stroll mit seinen Geschäftsleuten Aston Martin übernimmt. Das nötige Kleingeld sollte nicht das Problem sein. Interessante Neuerungen für 2020 und 2021. Dass die Zielflagge die digitale Variante wieder ablöst, hätte ich nicht für möglich gehalten. Dass der RB15 zu temperaturempfindlich ist, war mir auch neu. Und nun zum Community-Kommentar. Der heutige Community-Kommentar kommt von Marvin Linnertz. Er schreibt, der Frankreich Grand Prix war das einzige Rennen, was ich in diesem Jahr verpasst habe. Grund waren die 24 Stunden vom Nürburgring. Allerdings war das auch nicht so schlimm, da es das langweiligste Rennen der Saison war. Ich habe ihn zwar geguckt, musste aber recht geben. Er war genauso langweilig wie das China-Rennen, welches das 1000. der Formel 1-Geschichte war. Bin echt mal gespannt, inwiefern sich die Strecke verändert und ob es dort jemals richtig spannend wird. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, liked das Video. Und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann es mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video oder ab 20 Uhr auf Twitch. Bis dahin, ciao.